Beim Absturz eines amerikanischen Militärhubschraubers vor der Küste von Virginia sind am Mittwoch mindestens 2 Menschen ums Leben gekommen. 2 weitere wurden verletzt. Rettungskräfte sind noch immer auf der Suche nach dem 5. Soldaten an Bord. Heute ist ein wirklich schwerer Tag für uns. Unsere Gedanken und Gebete gehen an die Angehörigen derer, die bei dem Unfall getötet oder verletzt wurden. 2 Crewmitglieder konnten zwar aus dem eiskalten Wasser gerettet werden, starben aber im Krankenhaus. 2 weitere Personen werden noch immer behandelt. In welchem Zustand sie sich befinden, ist derzeit unbekannt. Erst am Dienstag war ein US-Helikopter im britischen Norfolk abgestürzt. Dabei waren alle 4 Crewmitglieder ums Leben gekommen.